Haben wir noch auf unserer Tagesordnung stehen die Tagesordnungspunkte 70, 80 und 86. Und ich frage, ob wir die jetzt hier abstimmen oder ob wir sie abschließend in den SIA geben. Wie wollen wir es machen? In den SIA wollen wir es abschließend machen, geben wir sie abschließend in den SIA. Wunderbar, alle einverstanden, so machen wir das. So, dann sind wir eigentlich am Ende. Lassen Sie mich vielleicht noch eins sagen, bevor Sie die Sachen packen. Das waren die ersten 6 Monate Hessischer Landtag in seiner 20. Legislaturperiode. Manchmal, wie der Hessische Landtag lebt und leibt. Aber trotzdem, ich finde, wir haben es im Großen und Ganzen sehr gut hinbekommen. Viele haben, als wir anfingen, mit großer Skepsis geschaut, wie das hier läuft. Ich will mich bei Ihnen persönlich allen dafür bedanken, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich bedanke mich ganz besonders bei den parlamentarischen Geschäftsführern, die einen großen Job machen, vielfach im Verborgenen. Aber damit der Laden hier läuft, brauchen wir unsere PGFs. Wenn die manchmal einem auf die Füße treten, dürfen Sie denen das nicht übel nehmen. Wir sollten sie hochschätzen. Und das Gleiche gilt für unsere Verwaltung, die ebenfalls einen sehr guten Job macht. Jetzt gibt es ein Gerücht, und das heißt Sommerpause. Natürlich gibt es keine Sommerpause, sondern das ist wie vorlesungsfreie Zeit, das heißt parlamentsfreie Zeit. Die Abgeordneten werden jetzt intensiv in ihren Wahlkreisen arbeiten, noch intensiver als sonst. Wenn Sie Lust haben, spannen Sie trotzdem mal den einen oder anderen Tag aus. Ich habe es genossen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wünsche, dass wir uns hier in 6 Wochen wiedersehen. Und bis dahin viel Freude, gute Erholung, viel Arbeit. Und wir sehen uns hier wieder bei gleicher Energie, Freude und Engagement. Ich darf die Sitzung noch nicht schließen. Warum? Die beiden gehen in den Ausschuss. Ach du liebe Güte. Und der Rest. Hab gar nicht, das hätte ja der eigentlich einen strengen Blick, ist ja eben noch gelobten, hochgelobten PGFs Bedarf. Also, danke schön. Alle, das habe ich mir gedacht. Alle. Also alles, was jetzt hier auf unserer Liste steht, geht mit Ausnahme von 2 Punkten ins nächste Plenum. Die Ausnahme sind der Top 22, der geht in den SIA, und der Top 27, der geht in den ULA. Ist das alles richtig so? Abschließend in beide Ausschüsse. So machen wir das. Und jetzt sehen wir uns wieder in 6 Wochen in alter Frische. Bis bald und gute Verrichtung.